Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein neues Video. Es soll heute um das Thema Babynamen gehen. Die Qual der Wahl. Ja, ich persönlich und auch mein Mann, also wir beide eigentlich, fanden es extremst schwierig, einen Namen auszuwählen. Es ist ja nun auch, es gibt ja da die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, sage ich mal. Die einen machen das komplett unter sich aus, die anderen fertigen Listen an und lassen die Familie abstimmen oder lassen Freunde da, oder beziehen Freunde damit ein. Ja, bei uns war es am Anfang so. Ich persönlich für mich stand eigentlich, bevor ich meinen Mann kannte und bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, immer fest, wie meine Kinder heißen sollen. Also egal, ob jetzt Mädchen oder Junge, ich hatte für beides einen Namen. Irgendwie stand das für mich immer fest. Und ja, mein Mann hatte sich darüber in seinem Leben, glaube ich, noch nie Gedanken gemacht. Und genau, ja, und dann war ich eben schwanger. Und wir wussten ja lange Zeit nicht, was es wird. Deshalb haben wir natürlich in beide Richtungen überlegt, Mädchen, Junge, etc. Also etc. Wir haben halt in beide Richtungen überlegt, egal ob jetzt für ein Mädchen oder für einen Jungen. Am Anfang habe ich tatsächlich auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen und das war frustrierend. Also das fand ich ganz, ganz frustrierend, weil halt irgendwie immer, wenn mir was gefallen hat, dann kam plötzlich so der... Ja, dann kam plötzlich so, ach, so willst du dein Kind nennen, noch ganz furchtbar und so. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz schlimm, wenn dann irgendjemand gesagt hat, nein, der Name gefällt uns nicht und ja, keine Ahnung. Deshalb hat sich das für uns auch ziemlich schwierig herausgestellt. Ja, das vielleicht einfach mal zur Vorrede. Wie unser Sohnemann heißen wird, wisst ihr ja nun, wie wir nun auf Arthur gekommen sind und warum er nun Arthur heißt, das werde ich am Ende nochmal dazu sagen. Jetzt würde ich einfach gerne ein paar Namen mit euch durchgehen und warum welche es nicht geworden sind, aber die uns trotzdem oder speziell mir halt sehr gut gefallen. Gut, am Anfang war ich ja der Meinung, es wird definitiv ein Mädchen. Deshalb hatte ich mich auch so ein bisschen auf Mädchennamen konzentriert. Und für mich stand eigentlich immer fest, wenn ich ein Mädchen bekomme, wird es Summer heißen. Ja, da haben mich schon damals viele angeguckt und gesagt, Summer? Wie kommst du auf Summer? Aber Summer war für mich immer wirklich tatsächlich so ein Name. Ich habe den das erste Mal gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, OC California, diese Serie, die diesmal gab. Da hieß... eine Summer und irgendwie fand ich den damals schon ganz toll, den Namen. Und ja, den fand persönlich mein Mann auch toll. Also wenn es ein Mädchen geworden wäre, wäre es wahrscheinlich tatsächlich eine Summer geworden. Zumindest vom jetzigen Stand. Das ist natürlich, ob man dann sich nochmal umentschieden hätte, wer weiß. Ich fand aber auch immer Doppelnamen schön und deshalb war ich auch immer so ein bisschen zu Summer Marie. Also weil Marie habe ich irgendwie immer verbunden mit so einem hübschen, intelligenten Mädchen, keine Ahnung. Das war immer so meine Assoziation zu dem Namen. Und deshalb wollte ich gerne Marie mit dazu haben. Und Summer Marie, ja, hätte gut gepasst. Und auch zum Nachnamen, also zu meinem alten Nachnamen. Jetzt mittlerweile bin ich ja verheiratet. Genau. So. Naja, was bei uns dann auch noch beim Mädchennamen auf der Liste stand, war Hope. Fand ich persönlich schön, mein Mann nicht so. Also ich fand Hope total toll irgendwie, aber naja. Und als dritten Namen, den ich, oder dritten, / vierten Namen, den ich auch immer ganz toll fand, war Elle. Also wirklich E-L-L-E. Fand ich schön, mein Mann nicht. Also wir hatten da wirklich, wie ihr vielleicht schon merkt, arge Probleme, uns da auf irgendwas zu einigen. Ja, also das waren so die Hauptmädchennamen, die so im Raum standen. Ich muss sagen, bei jungen Namen ist es uns tatsächlich leichter gefallen, viele Namen irgendwie da auf unsere Liste zu schreiben. Also uns haben da einfach mehr Namen gefallen. Ganz früher, bevor ich schwanger war und bevor ich meinen Mann kannte, war für mich klar, Robin. Ich wollte einen Robin.
Ich verbinde Robin irgendwie immer, habe ich immer so mit so einem Surferboy so ein bisschen verbunden und irgendwie fand ich den Namen halt schön. Ich selbst sollte eigentlich Robin heißen, wenn ich ein Junge geworden wäre, was bis zum Tag der Geburt eigentlich gesagt wurde meiner Mama. Und ja, also eigentlich sollte ich ein Robin werden und keine Vicky. Also eigentlich Victoria heiße ich, aber Vicky nennen mich halt alle nicht. Naja, am Ende ist es kein Robin geworden. Und ja, mein Mann fand aber Robin ganz furchtbar, weil er irgendwie einen kennt und sagt, oh Gott, nein, ich kenne einen Robin und irgendwie finde ich den gar nicht cool. Und naja, dann ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Ja, dann, was bei mir noch ganz hoch im Kurs stand, war James. James fand ich ja absolut toll. Also und als Spitznamen dann Jamie oder so. Und ja, aber nicht? Mein Mann fand das wieder gar nicht cool. Und auch so, wenn ich das jemand erzähle, James, was? Das ist doch ein Butler. Und wie kannst du dein Kind wie ein Butler nennen? Ich so, hä, warum? Also ich fand James irgendwie toll. Und ihr merkt schon, eigentlich waren wir immer so auf diesen eher so ein bisschen englisch angehauchten Namen. Aber naja. So, und ja, ansonsten, was war noch? Mein Mann kam dann irgendwann mit Charlie um die Ecke. Fand ich jetzt auch nicht schlimm, aber jetzt auch nicht meine erste Wahl, muss ich sagen. Ich muss bei Charlie halt immer an Charlie Sheen denken. Und möchte man bei seinem Kind an Charlie Sheen denken? Naja, wer weiß. Ja, und dann irgendwann kam der Name Mason auf den Tisch. Und da waren wir eigentlich beide so auch begeistert und haben gesagt, ja, und toll, und es wird ein Mason. Haben das dann aber an dieser Stelle schon niemandem mehr gesagt. Wir wussten dann auch schon mittlerweile, dass es ein Junge wird. Und waren uns sicher, es wird ein Mason. Und uns hat auch beiden der Name total gefallen und alles. Aber ich muss persönlich sagen, so, ich habe trotzdem auf dieses Klicken gewartet irgendwie noch. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so wichtige Entscheidungen zu treffen hat. Es ist auch beim Brautkleid oftmals so, dass man sagt, so, es muss Klick machen. Oder ja, allgemein, es muss bei wichtigen Entscheidungen im Leben, jetzt nehme ich ein Brautkleid als wichtige Entscheidung im Leben, aber gut, es muss halt irgendwie Klick machen und man muss sagen, jo, das ist es und nichts anderes. Und naja, auf den Moment hatte ich noch so ein bisschen gewartet, dachte dann aber auch, okay, Mason ist ein toller Name, passt doch zu unserem Nachnamen. Genau, und damit war das eigentlich für uns klar. Es war dann noch der Punkt, dass ich eigentlich gern den Namen von meinen Eltern, also sozusagen entweder den Namen von meiner Mama bei einem Mädchen oder den Namen von meinem Papa bei einem Jungen als Zweitnamen hinten dran hätte. Weil die sind halt beide schon verstorben und ich hätte es einfach als eine schöne Erinnerung gesehen. Und einfach auch um meinem Kind von seinen Großeltern, die er halt nicht mehr kennenlernen wird, was mitgeben zu können. Das Problem an der ganzen Sache, also ein Mädchen wird es nicht, meine Mama hieß Birgit, das wäre okay gewesen, aber mein Papa hieß halt Ulf. Und dann haben wir wirklich uns überlegt, möchte man denn wirklich sein Kind Ulf mit auf den Weg geben? Das war sicherlich auch mal eine Zeit, wo das in war und wo vielleicht auch Leute so benannt wurden. Aber es ist ja jetzt nicht, also zumindest für uns ist es nicht der, ja, schönste Name auf diesem Planeten. Genau, und dann haben wir halt hin und her überlegt, ob wir das machen. Und Mason, Ulf, klingt jetzt auch nicht ganz so toll. Und ja, das war halt, stand irgendwie lange im Raum. Wir haben das Thema aber dann so ein bisschen irgendwie auch, ich glaube, so vor uns hergeschoben, so ein bisschen. Und also Mason war für uns klar, aber ob wir dann diesen Zweitnamen mit dazu nehmen oder nicht, das war halt, ja, wollten wir uns einfach noch offen lassen. Genau, und dann kam es irgendwann ja dazu, dass wir geheiratet haben, mein Mann und ich. Und bevor man heiraten kann, muss man ja nun Geburtsurkunden und so beim Standesamt abgeben und das alles anmelden. Auf jeden Fall waren wir auf der Suche nach der Geburtsurkunde von meinem Mann. Die hat seine Mama halt noch gehabt zu dem Zeitpunkt und haben so dieses Buch der Familie von meinen Schwiegereltern in der Hand gehabt.
wo natürlich dann auch die Geburtsurkunde von meinem Schwiegervater drin war. Und dort stellten wir fest, dass der Opa von meinem Mann, der halt auch schon verstorben ist und der aber für ihn eine ganz, ganz wichtige Person in seinem Leben war, Arthur mit Zweitnamen hieß. Und ich las diesen Namen Arthur und irgendwie bei mir im Kopf hat sofort Klick gemacht. Ich habe nur dort gelesen Arthur und ich war so, ja. Ich habe dann nur zu meinem Mann gesagt, ich so, Schatz, was hältst du eigentlich von Arthur? Der guckte mich an und meinte, der perfekte Name. Ich so, ja, genau. Und er meinte dann, wie kommst du jetzt drauf? Ich so, dein Opa hieß mit zweiten Namen Arthur. Und er so, echt? Und so, das wusste er zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und genau, und dann haben wir halt, es hat bei uns beiden in dem Moment wirklich einfach Klick gemacht. Und dann war auch überhaupt keine Rede mehr von Mason in dem Moment. Es war halt einfach, es war ein Arthur. Ganz klar. Und ja. Und das war für uns dann, und dann haben wir halt auch noch überlegt, wieder wegen dem Zweitnamen, weil wir halt beide auch gerne einen Zweitnamen haben wollten. Und sind dann von diesem Ulf ein bisschen weggegangen. Und bei meinem Mann in der Familie ist es so, immer der Erstgeborene bekommt den Namen vom Vater mit dazu. Und dann haben wir gesagt, gut, dann führen wir diese Tradition weiter. Es ist unser Erstgeborener. Und deshalb wird es halt ein Arthur Mark, weil mein Mann heißt halt Mark. Genau, also das ist alles so ein bisschen traditionell angehaucht und wir haben den Namen am Ende in der Familie gefunden. Und in dem Moment, wo das Klick gemacht hatte bei uns beiden, haben wir auch einfach gesagt, dann sagen wir es jetzt. Also, weil wir hatten dann halt irgendwann, weil am Anfang ich halt diese schlechte Erfahrung gemacht hatte, dass irgendwie ich mich immer schlecht gefühlt habe, wenn jemand gesagt hat, nein, das gefällt mir nicht. Und so, da hatten wir halt dann gesagt, wir sagen es niemandem mehr. Und ja, aber am Ende, in dem Moment war mir das sowas von egal. Ich glaube, da hätte mir jemand sagen können, oh Gott, du tust da mit deinem Kind sonst was an oder was auch immer. Es wäre mir egal gewesen, weil ich einfach so überzeugt von diesem Namen war. Oder bin immer noch. Und genauso wie auch mein Mann. Und ja, also das war für uns dann wirklich ein Punkt, wo das einfach Klick gemacht hat. Und ich muss auch sagen, es gab bisher eine Person, aber die ist sowieso immer ein bisschen, gibt ja immer so im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis so die ein, zwei Stunkmacher, Ärgermacher, aber ne, ein Ohr rein, zum anderen wieder raus, kein Thema. Aber ansonsten hat bisher auch jeder gesagt, Arthur, perfekt, es passt zu euch, es passt zu eurem Namen, es passt allgemein und es ist halt auch jetzt kein Name, der, wenn man auf dem Spielplatz dann in 5 Jahren sitzt und Arthur ruft und wo sich dann 10 Kinder umdrehen. Das war uns halt auch einfach ganz wichtig. Das ist nicht so ein Name von der Stange, beziehungsweise halt auch so ein Innenname ist. Genau. Und es ist trotzdem noch, was ich persönlich wichtig fand, wir kommen zwar vom Dorf, aber ich habe halt selbst ja auch ein paar Jahre in der Stadt gelebt, habe halt studiert und so und falls unser Kleiner doch mal der Meinung ist, er möchte zum Studium vielleicht auch mal ins Ausland gehen oder irgendwas, man weiß ja nicht, was kommt, das ist einfach auch, ja, ein bisschen Internationales. Und Arthur kann man ja mit Arthur am Ende dann auch, denke ich, gut im Englischen da verwenden. Und ich denke, das passt. Genau, so sind wir eigentlich zu unserem Namen gekommen. Wie ich schon am Anfang sagte, also ich fand diese ganze Namensentscheidung tatsächlich extremst schwierig. Und ich glaube, wenn dieser Klickmoment nicht gekommen wäre, würden wir bis heute noch niemanden sagen, wie der Kleine heißen wird. Dann hätten wir das tatsächlich für uns behalten. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich dieser Klickmoment und vielleicht kommt er auch bei manchen erst bei der Geburt, wo sie dann den Kleinen oder die Kleine sehen und sagen, okay, das ist jetzt doch kein Ben, sondern ein Max oder keine Ahnung. Ja, aber ich denke, bei allen Eltern irgendwann kommt dieser Klickmoment. Und ja, wer weiß, was beim Mädchen bei uns noch für einen Moment gekommen wäre, ob es tatsächlich am Ende eine Summer geworden wäre. Ja, man weiß es nicht, ne? Es verändert sich immer alles so schnell, aber ja, ich denke, wir geben unserem Kind da einen schönen Namen, einen Namen mit Bedeutung
und mit einer großen Bedeutung für uns und unsere Familie einfach tatsächlich mit. Genau. Gut, dann soll es das auch schon wieder gewesen sein zu dem Thema. Ich habe jetzt schon wieder um 15 Minuten geredet. Aber ja. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Kinder so heißen. Ich finde das ja immer ganz interessant, was es da so für Namen gibt. Und manchmal gibt es ja wirklich ganz außergewöhnliche Namen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Genau. Okay, ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.